Am 17. Mai 2009 sagte das Schweizer Volk laut Ja zur Förderung der Komplementärmedizin. Die Volksabstimmung zeigte, Frau und Herr Schweizer sind alternativen Behandlungsmethoden sehr zugetan, was man vom damaligen Gesundheitsminister Pascal Kuschmeier nicht wirklich sagen konnte. Er war der Vorlage gegenüber bis zum Schluss skeptisch und viel hat sich dann zunächst in Sachen Komplementärmedizin auch nicht verändert. Doch unterdessen ist ja Didier Burkhalter der neue Gesundheitsminister und die interessierten Kreise hoffen, er treibe die Komplementärmedizin nun voran. Und 10 vor 10 weiß, am nächsten Montag, dem 22., soll ein unter großer Geheimhaltung vorbereitetes Treffen stattfinden zwischen Burkhalter und den politischen Vorreitern der Alternativmedizin. Wird das dann zur wahren Geburtsstunde der Komplementärmedizin in der Schweiz? Reto Kohler. Baby Lynn ist noch keine Woche alt und schon ein Objekt der Komplementärmedizin. Eine anthroposophische Massagetechnik soll dem Mädchen helfen, mit dem Stress der ersten Lebenstage fertig zu werden. Was ist das Ziel von dieser Massage? Also eigentlich geht es darum, um das Baby zu entspannen, um ihm Nähe zu geben und Halt auch. Ich also um die Bauchkrämpfe und zum Pfürzchen lösen. Und in der Regel geniessen sie das eigentlich recht. Der neue Gesundheitsminister Didier Burkhalter ist der Hoffnungsträger der Alternativmediziner. Er gilt als Befürworter der sanften Medizin. Ihre Anhänger erwarten vom neuen Bundesrat, dass er jetzt vorwärts macht. Seit dem Ja zur Komplementärmedizin vor knapp einem Jahr hat sich wenig bewegt. Edith Graf Litscher setzt ihre Hoffnungen ganz auf ein vertrauliches Treffen, das am Montag mit Bundesrat Burkhalter stattfinden soll. Ich schätze den Herrn Bundesrat Burkhalter als offenen Mann, der zuhören kann. Und darum bin ich positiv eingestellt. Ich gehe davon aus, dass wir mit ihm jetzt klar den Handlungsbedarf besprechen können, der auf Bundesebene notwendig ist, damit in der Komplementärmedizin der Volkswillen umgesetzt wird. Graf Litscher und ihre Kollegen werden dem Bundesrat am Montag folgende Forderungen präsentieren. Erstens soll die ärztliche Komplementärmedizin wieder zurück in die Grundversicherung. Zweitens sollen nationale Diplome und Praxisbewilligungen für nichtärztliche Therapeuten geschaffen werden. Und drittens sollen Lehre und Forschung in der Komplementärmedizin gestärkt werden. Transparenz müsse allerdings auch bei der Aufnahme alternativer Leistungen in die Grundversicherung herrschen, sagt Paul Rien, Sprecher des Krankenversicherungsverbandes Santé Suisse. Wie alle Leistungen in der Grundversicherung müssen auch alternativmedizinische Leistungen den Kriterien des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen. Das heisst, sie müssen wirksam sein, das muss nachgewiesen werden. Sie müssen zweckmässig sein, das heisst, es muss eine anerkannte Methode sein. Und sie müssen auch wirtschaftlich sein, das heisst, dass nicht überhöhte Kosten ausgelöst werden, indem man vielleicht die Leistung auch günstiger könnte erbringen auf andere Weise. Das Gesetz schreibt also vor, dass die Grundversicherung nur Leistungen berappen darf, deren Wirkung wissenschaftlich bewiesen ist. Über dieses Gesetz dürfe sich auch Bundesrat Burkhalter nicht hinwegsetzen, sagen seine Kritiker. SVP-Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi ist ein Kritiker der Komplementärmedizin. Er erinnert Didier Burkhalter an seine Pflichten. Herr Burkhalter sollte trotz seinem Engagement für die Abstimmung jetzt den Grundsatz treu bleiben und nicht einfach alles durchwinken. Er hat eine gesetzliche Grundlage und das hat Priorität. Die kleine Lynn ließ sich von der alternativen Massage nur bedingt beruhigen. Was ihr später wirklich half, war die Mutterbrust.